Salomos Hohelied. Salomo schrieb es in seiner Glanzzeit. Im Hohelied geht es um eine laufend vertrauter werdende Liebesgeschichte zwischen uns und dem Herrn. Denn Sulamit ist ein Bild auf uns und ihr Geliebter, Salomo, ist ein Bild auf den Herrn. Sulamit bittet, küsse mich, denn deine Liebe macht mich glücklicher, als es der Wein kann. Nachdem wir Christus in unser Herz aufgenommen haben, sehnt sich das göttliche Leben in uns danach, Gott zu lieben und Gottes Liebe zu erfahren, so wie sich Sulamit nach Salomos Liebe sehnte. Du duftest nach wunderbaren Salben, und dein Name ist herrlich. Daher lieben dich alle Mädchen. Mit deiner Schönheit ziehst du mich an, so dass ich mit meinen Freundinnen dir nachjagen möchte. Sie möchte immer bei ihm sein. Der König Salomo hat mich in sein Zimmer gebracht. Das Zimmer ist ein Bild auf unseren wiedergeborenen Geist. In unserem Geist wohnt der Herr Jesus. Hier können wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wir wollen uns freuen an dir und dich und deine Liebe loben, die viel besser als Wein ist. Sulamit genießt zusammen mit anderen Gläubigen den Herrn Jesus. Aufrichtig lieben wir dich. Die Liebe kommt aus einem reinen, aufrichtigen Gewissen. Schaut nicht auf mich herunter, weil ich schwarz, sündig bin, o ihr Töchter von Jerusalem. Die Töchter von Jerusalem sind ein Bild auf Gläubige. Die Sonne hat mich gebräunt, trotzdem bin ich hübsch wie die Zelte Kedars, Arabien, und wie die Zeltdecken des Königs Salomo. Innerlich sind wir so schön wie die Zelte und Zeltdecken, weil Christus uns gerechtfertigt hat. Die Söhne meiner Mutter, die Söhne sind ein Bild auf Geschwister im Herrn, weil die Mutter ein Bild auf die Gnade ist, Galater 4, haben mich angefaucht und setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Manche Geschwister meinen, es sei wichtiger für den Herrn Jesus zu arbeiten, anstatt nur in seiner Gegenwart zu sitzen und ihn zu lieben. Die Weinberge stehen in Plural und sind daher ein Bild auf Arbeit, die von Menschen organisiert wurde. Das bedeutet, dass Sulamit bisher nur das getan hat, was der Mensch ihr anvertraut hat, aber nicht das, was Gott für sie geplant hat. Deshalb hatte ich zu wenig Zeit, um meinen eigenen Weinberg zu hüten. Sie hatte zu wenig Zeit, um Gott in sich einwirken zu lassen, in seiner Gegenwart zu sein und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Du, den meine Seele liebt, sag mir, wo weidest du deine Herde? Wo lässt du sie mittags lagern? Mittags ist es am heißesten. Wo kann man zur Ruhe kommen, wenn es viele Probleme gibt? Salomo sagt, wenn du dies nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, dann folge den Spuren der Herde. Die Spuren der Herde sind ein Bild auf die Erfahrung von Gläubigen, auch bereits verstorbener Gläubigen. Wenn wir von der Erfahrung anderer Gläubigen lernen, wird es uns wie saftiges Gras weiden und wir werden zur Ruhe kommen. Weide deine Zicklein. Die Zicklein sind ein Bild auf Freundinnen, die jung im Glauben sind, bei den Zelten der Hirten. Während wir ausruhen und uns ernähren, können wir gleichzeitig andere weiden. Die Hirten haben viel Erfahrung. Sie wissen, wo es gut schmeckt und wo es sich am besten ausruhen lässt. Sulamit soll ihre Freundinnen dorthin bringen, wo die Hirten wohnen.
Meine Liebe, ich vergleiche dich mit einer Stute am Prachtwagen des Pharao. Der Pharao hat die Macht und Kraft dieser Welt. Sulamit ist stark und schnell, zieht aber noch die ganze Welt, Pharao, hinter sich her. Sie ist eine starke, natürliche Person mit viel Selbstvertrauen. Doch sie wird umgewandelt. Schon bald gleicht sie einer Person, die wie eine Taube ist, sich nicht mehr auf sich selbst verlässt, sondern dem Herrn vertraut. Deine Wangen zieren dich lieblich zusammen mit den Schmuckkettchen. Salomo schätzt ihre Unterordnung zu ihm, denn sie trägt Kettchen. Haare mit einem Kettchen sind ein Bild auf Unterordnung und Respekt. Um deinen Hals trägst du Juwelenketten. Ein Hals mit einer Kette ist kein sturer Hals, sondern ein Hals, der nachgeben und sich unterordnen kann. Juwelen sind geschliffene Edelsteine. Ein Edelstein entsteht, indem ein gewöhnlicher Stein gepresst und erhitzt wird. Daher sind Edelsteine ein Bild auf Umwandlung. Sulamit unterordnet sich dem Geist Gottes, der sie umwandeln will, und ist ihm gehorsam. Das ist sehr schön. Wir werden goldene, göttliche Natur, Schmuckkettchen für dich machen, für ihre Haare, und sie mit silbernen, Erlösung Christi, Perlen befestigen. Perlen sind ebenfalls ein Bild auf den umwandelnden Geist. Ohne die Perlenkette würde ihr Hals halsstarrig aussehen. Salomo schätzt sehr, dass sie nicht halsstarrig, stur und eigensinnig ist, sondern flexibel und ihn begleiten will, wo immer er hingehen will. Sulamit sagt, während der König an seinem Tisch weilt, strömt meine Narde ihren Duft aus. Wenn wir am Tisch des Herrn den Tod Christi im Brot und Wein sehen, der Versöhnung und Einheit bewirkte, sind wir voller Dankbarkeit, Lobpreis und Liebe. Unser Herz sprudelt vor Liebe über und wir fühlen uns wie eine herrliche Blume. Die Worte, die aus unserem Mund duften lieblich für Gott und die Menschen um uns herum. Mein Geliebter ist wie ein Myrrenbeutelchen. Myrrhe vertreibt jede schlechte Atmosphäre und reinigt die Luft. Immer wieder beten wir gerne für eine gute Atmosphäre. Christus bewirkt die gute Atmosphäre. Das zwischen meinen Brüsten ruht. Sulamit ist aufgestanden und hat ihren Geliebten, Christus, an ihre Brust gedrückt. Die Brust ist ein Bild auf Glaube und Liebe, 1. Timotheus 1. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir Gottes Gegenwart verloren haben und es finster um uns herum ist. Dann tut es uns gut, wenn wir Christus mit Glaube als auch Liebe umarmen und aus Glauben leben. Er ist wie ein Büschel vom Henna-Strauch aus den Weinbergen von En-Gedi. En-Gedi heißt in Hebräisch Quelle des Lammes. Henna blüht selten und daher ist ein Büschel blühender Henna ein Bild auf die Auferstehung Christi. Mit Henna bemalten die Jüdinnen ihre Fingernägel. Dies war ein äußerer öffentlicher Schmuck. Dementsprechend können wir Christus wie Schmuck anziehen und ihn gegen außen hin bezeugen. Öffentlich gegen außen hin genießt Sulamit Christus in seiner Auferstehung, Henna, in der Gemeinde Christi, Weinberge, als den Quell der Erlösung, En-Gedi. Salomo sagt, »O, du bist schön, meine Liebste!« Oh, du bist schön! Deine Augen sind wie Tauben!
Beständig schaut sie ihn an mit einem hellen, wachsamen Blick, wie es Tauben tun. So wie die Taube den kürzesten Heimweg findet und ihr nichts entgeht, entgeht auch ihr nichts, was er tut und vorhat. Eine Taube kann nur eine Sache aufs Mal anschauen, nicht zwei Sachen gleichzeitig. Daher möchten wir wie Tauben nur auf den Willen unseres Herrn Jesus, unseres Gottes, ausgerichtet sein. Jetzt spricht Sulamit: Oh, du bist schön, mein Geliebter, so lieblich! Unser Lager ist frisches Grün. Eine saftige Weide, die wie frisches Grün ist und die Schafe speist, bringt die Schafe zur Ruhe. Lager. Die Balken unseres Hauses sind Zedern. Die Zeder ist ein hoher, starker Baum und daher ein Bild auf Menschlichkeit, die mit der Herrlichkeit erfüllt ist. Unsere Dachsparren sind Zypressen. Juden pflanzen Zypressen neben ihren Gräbern und daher ist die Zypresse ein Bild auf den Tod des Herrn. Durch Christi Tod sind wir frei vom alten Menschen und in Christus eine neue Schöpfung. Ich bin eine Narzisse, Osterglocke von Sharon oder eine Lilie der Täler. Sie erkennt demütig, dass sie nicht in einer Vase steht, wo sie von allen bewundert wird, sondern im Tal. Viele Menschen gehen an ihr vorbei, ohne sie zu beachten, weil sie bescheiden und gewöhnlich ist. Und dennoch, sie vertraut Gott. Salomo sagt: Meine Liebe, du bist unter allen Töchtern wie eine Lilie unter Dornen. Sie ist göttlich schön wie eine Lilie und hebt sich von den Dornen ab. Dornen sind ein Bild auf natürliche und sündige Menschen, die andere beständig verletzen. Doch als Lilie unter Dornen erduldet sie Leiden und vertraut Gott. Sulamit sagt: Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. Als Apfelbaum versorgt uns Christus mit Nahrung, ist mein Geliebter unter den Söhnen. Sein Schatten erfreut mich, hier sitze ich gern, und seine Frucht schmeckt herrlich süß. Sie möchte bei ihm sitzen und ihn genießen. Er brachte mich in sein Weinhaus hinein. Im Weinhaus herrscht Freude und Fröhlichkeit in der Gegenwart des Königs. Und sein Banner, Motto, über mir ist Liebe. Alles, was getan wird, gründet auf Liebe. Seine süße Liebe erfrischt und stärkt sie. Stärke mich mit Traubenkuchen. Der Traubenkuchen ist ein Bild auf Christus als das Brot des Lebens, Johannes 6. Erfrische mich mit Äpfeln. Äpfel sind ein Bild auf Christus als die Frucht des Lebens, Offenbarung 2 und 22. Denn ich bin krank vor Liebe. Sie ist krank vor Liebe für ihn. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf. Er stützt ihren Kopf, damit sie ihn besser sehen kann, und sein rechter Arm umarmt mich. Er umarmt sie schützend und stützend. Salomo sagt: O Töchter Jerusalems, ich bitte euch, weckt meine Liebste nicht auf, denn sie ist so schreckhaft wie die Gazellen und Hirschkühe. Wartet, bis sie selber aufwachen möchte. Sie soll sich ein wenig ausruhen, weil sie vor Liebe so krank ist. Es ist besser, nicht zu drängen voranzugehen, sondern zu warten, bis sie selbst den nächsten Schritt machen möchte. Sulamit sagt: Horch, die Stimme meines Geliebten, da kommt er, springt über die Berge und hüpft über die Hügel wie ein Junghirsch oder eine Gazelle.
Er ist voller Auferstehungskraft und kein Hindernis, keine Schwierigkeit, kein Berg noch Hügel frustrieren ihn. Jetzt steht mein Geliebter hinter unserer Hauswand und schaut durch das Fenster, er späht durch die Gitter. Sie hat gemeint, dass Salomo bei ihr im Haus ist und sie ihn hier genießen kann. Das Haus ist ein Bild auf ihr Herz. Oft wollen wir wie Sulamit die süße Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus in unserem Herzen genießen und alle Schwierigkeiten und Personen um uns herum vergessen. Wir sind der Meinung, dass die Hauswand dazu da ist, unsere süße Gemeinschaft mit dem Herrn zu bewahren und alles Weltliche abzuhalten. Aber der Herr will nicht mit ihr sitzen und sich ausruhen. Vielmehr steht er hinter der Hauswand und möchte mit ihr zusammen arbeiten. Er möchte sie stärken für das Werk und den heftigen Kampf, den es braucht, damit Sünder befreit werden können. Daher ist es wichtig, dass sie nicht in ihren Gefühlen verweilt, denn diese wollen nichts als nur die süße Gemeinschaft mit dem Herrn. Wie wunderbar, dass sie sich entscheidet, dem Herrn zu erlauben, sie hinauszuführen. Es ist wichtig, dass sie ihm vertraut und glaubt, so dass sie mit ihm über die Berge und Hügel hüpfen kann. In jeder Situation, sei es bergig oder hügelig, kann sie lernen, seine süße Gegenwart zu erfahren. Mein Geliebter sagte zu mir, mach dich auf, meine Liebe, meine Schöne, und komm! Sie ist am Lernen, alle Situationen in Auferstehung zu kontaktieren, denn wenn sie in der Selbstbeobachtung bleibt, wird sie den inneren Frieden verlieren. Selbstbeobachtung stärkt das Selbst und hält uns von der Gegenwart Christi fern. Ja, es baut sogar eine Mauer zwischen ihm und uns auf. Durch die Auferstehungskraft kann sie ihr Tief und ihre Selbstbeobachtung verlassen, das Selbst verleugnen und aufstehen. Der Winter ist nun ganz vorbei, der Regen ist vorbei. Im Winter ist es trocken und kalt, nichts wächst und die Arbeit wird eingeschränkt. Ebenso ist es in der Regenzeit. Es ist eine Zeit des Tests und der Trübsal. Der Herr will uns aus dem Winter hinaus in seine süße Gegenwart hineinführen. Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit zu singen ist gekommen, die Turteltaube ist hörbar in unserem Land. Turteltauben locken mit ihrem Liebesruf. Immer, wenn wir singen, sind wir in Auferstehung. Die Früchte des Feigenbaums sind reif, die Reben blühen jetzt und verströmen ihren süßen Duft. Steh auf, meine Liebe, meine Schöne, und komm! Verlass deine Selbstbeobachtung, die wie eine Wand ist. Meine Freundin gleicht einer Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, verborgen in Felsspalten. Die Schlupfwinkel der Felsen und die Felsspalten sind ein Bild auf das Kreuz. Hier möchte Gott uns treffen. Zuerst werden wir durch das Kreuz dem Tod Christi gleichgestaltet, Philipper 3, und dann können wir die Auferstehungskraft erfahren. Ich möchte sehen, wie du mich anblickst und deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und dein Blick ist lieblich. Christus möchte unsere Stimme hören, die betet und ihn lobpreist, die eins mit dem Kreuz ist und die in Auferstehung ist. Fangt die Füchse für uns, die kleinen Füchse zerstören die Weinberge, die blühen. Füchse sind unsere Eigenarten, Gewohnheiten, Selbstbeobachtungen und Dummheiten, die unsere Gemeinschaft mit dem Herrn zerstören. Geistlich sein ist gut, aber auch dies kann zu einer Eigenart führen, die das Gemeindeleben stört. Der Herr fordert uns auf, uns vor unserer Eigenart zu hüten. Sulamit sagt, »Mein Liebster gehört mir und ich gehöre ihm.«
Sulamit ist hier das Zentrum und sagt daher zuerst, dass ihr Liebster ihr gehört und erst nachher, dass sie ihm gehört. Später, in Hohelied 6, Vers 3 und 7, Vers 11, ist Salomo, Christus, das Zentrum. Dort sagt Sulamit, dass zuerst der Wunsch ihres Geliebten erfüllt wird, also ich gehöre ihm und er gehört mir. Salomo, Christus, hat sie gebeten, sich blicken zu lassen und für ihn zu singen, doch hier geht sie nicht auf seine Aufforderung ein und stellt ihn nicht zufrieden. Er weidet seine Herde unter den Lilien. Obwohl sie in ihren Gefühlen spürt, dass er ihr und sie ihm gehört, ist er in diesem Moment nicht bei ihr, sondern er weidet seine Nachfolger, die Herde, die rein wie Lilien sind und ihm vertrauen. An dieser Stelle sind Sulamit und Salomo nicht eins. Bis der Tag anbricht und die Schatten fliehen. Finsternis und Schatten bedeuten, dass es Sulamit nicht gut geht. Sie will warten, bis es ihr besser geht. Komm, mein Geliebter, wie eine Gazelle oder ein junger Hirsch auf die Berge von Beter. Beter heißt in Hebräisch Trennung, zerklüftet. Sulamit sagt hier zu Salomo, Christus, du hast mich aufgefordert, dir zu folgen. Sorry, ich habe leider keine Energie und bin zu schwach, um mit dir über die Berge zu hüpfen. Komm lieber du in deiner Auferstehungskraft, wie eine Gazelle, die über die Berge hüpft, zu mir in die zerklüfteten Berge. Sie schafft es nicht, aus den zerklüfteten Bergen herauszukommen, weil sie zufrieden ist mit dem, was sie hat, in ihren Gefühlen Freude sucht und dem Herrn noch nicht in allen Situationen vertraut. In meinem Bett, Nacht für Nacht, gesucht habe ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, doch fand ihn nicht. Sulamit suchte ihren Geliebten immer noch in ihren Gefühlen und liegt im Bett. Das bedeutet, dass sie ihre Stellung nicht aufgegeben hat, sondern immer noch sich selbst beobachtet und niedergeschlagen ist. Wie Sulamit schätzen auch wir den Herrn in unseren Gefühlen, doch manchmal nimmt uns Gott das Gefühl seiner Gegenwart weg, damit wir uns nach außen wenden und uns für sein Werk zu interessieren beginnen. Ja, aufstehen will ich nun und gehen, in die Stadt will ich nun gehen, Straßen und Plätze möchte ich durchsuchen. Ich suche ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, doch fand ihn nicht. Sulamit merkt, dass sie im Glauben nicht wächst und dass die süßen Gefühle weg sind. Sie gibt ihre Selbstbeobachtung auf und sucht ihren Geliebten in der Stadt. Die Stadt ist ein Bild auf das himmlische Jerusalem. In ihr gibt es göttliche Wahrheiten und geistliche Menschen. Sulamit probiert alles aus. Viel Gemeinschaft, Straßen und Plätze, Buße tun, Gebet und Fasten. Früher hat sie ihre geistlichen Probleme allein im Bett gelöst. Jetzt lernt sie, Gemeinschaft mit anderen zu haben und kümmert sich nicht mehr darum, ihr Gesicht zu verlieren. Die Wächter, die in der Stadt umhergehen, fanden mich. Ich fragte sie, habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Die Wächter können ihr den Weg und göttliche Wahrheiten erklären, aber damit sie ihren Geliebten finden kann, darf sie sich nicht zu sehr auf sie stützen, sondern muss sie verlassen und vorangehen. Kaum war ich an ihnen vorüber, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ihr Geliebter, Christus, offenbart sich ihr, weil sie sich so verzweifelt nach ihm sehnt und weil sie noch nicht zwischen Seele und Geist unterscheiden kann. Er beendet den ersten Test, denn er kennt ihre Kapazität und Grenze. Geduldig wartet er, bis sie bereit ist, mit ihm den nächsten Schritt zu gehen. Die Lektion aufzustehen hat sie gelernt, aber noch nicht die Lektion,
glaubend und vertrauend ihm zu folgen. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los. Sie meint, sie hätte ihn das erste Mal nicht genug festgehalten und deswegen verloren. Bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht hatte, ins Gemach von ihr, die mich geboren hat. Die Mutter ist ein Bild auf den Geist der Gnade. Hebräer 10, Galater Kapitel 4 und 5 und Epheser 2. Im Geist ist sie wiedergeboren worden. Hier kann sie verborgene und süße Gemeinschaft erfahren. Salomo sagt, O Töchter Jerusalems, ich bitte euch, weckt meine Liebste nicht auf, denn sie ist so schreckhaft wie die Gazellen oder Hirschkühe. Wartet, bis sie selber aufwachen möchte. Sie hat ihren Geliebten sehr lange gesucht und vermisst. Nun möchte sie ihn in ihren Gefühlen genießen. Er demütigt sich und folgt ihr, denn sie bringt ihn an einen Ort, wo er bleiben kann. Sie ist noch nicht an dem Punkt, wo sie ihm erlaubt, in ihren Gefühlen zu kommen und zu gehen, wie es ihm gefällt. Wenn wir Christus in unseren Gefühlen nicht spüren, dann können wir uns an ihm im Glauben festhalten. Der Geist Gottes sagt, wer kommt da von der Wüste her und gleicht Rauchsäulen? Sulamit verlässt ihr wanderndes Leben in der Wüste und beginnt ein himmlisches Leben zu leben. Sie gleicht dem Volk Israel, das nach 40 Jahren Wanderschaft in der Wüste ins gute Land einzieht. Das gute Land ist ein Bild auf Christus. Solange wir in unserem Eigenwillen bleiben, wandern wir in der Wüste und können dem Herrn nie geradlinig wie eine Rauchsäule folgen. Die Rauchsäule deutet an, dass ein Feuer brannte. Es ist gut, wenn alles Negative in uns verbrannt und mit Wahrheit und Wirklichkeit ersetzt wird. Eine Säule ist etwas Sicheres und Standfestes. Wenn wir wie eine Säule sind, können wir Gottes Interessen auf der Erde tragen. Als Säule im Haus Gottes können wir nicht mehr weggehen, sondern sind fest eingebaut. Sie duftet nach Myrrhe und Weihrauch und allen Gewürzen des Händlers. Zuerst machen wir wie Sulamit innerlich die Erfahrung, dass Christus die Wirklichkeit ist und dann duften wir äußerlich nach ihm. Myrrhe, Tod Christi, vertreibt alles Negative und der Weihrauch, Auferstehung Christi, lässt uns herrlich nach Leben duften. Sulamit bezahlte den Preis für die Gewürze, indem sie ihr selbst verleugnete. Ja, dort ist Salomos Bett. Sulamit ist für Salomo wie ein Bett. Wir Gläubigen sind wie ein Bett für Christus. Auf einem Bett, das einen starken Eigenwillen hat, könnte sich Christus nicht ausruhen. So wie das Bett eins mit Salomo wird, sind wir als Bett eins mit dem Herrn. In der Nacht, die voller Schrecken ist, bleiben wir mit Christus völlig in der Ruhe, denn Christus hat alle Mächte der Finsternis überwunden. Christus gewann den Sieg und wir halten diesen Sieg als Bett aufrecht. Jetzt dient Sulamit als Bett nicht mehr der eigenen Zufriedenstellung, sondern der Zufriedenstellung des Herrn. 60 Helden, Überwinder, umringen ihn. Es sind Helden Israels, die geübt im Kampf mit dem Schwert hantieren in den Schrecken der Nachtzeit. Die Nacht bezieht sich nicht nur auf schwierige Situationen, sondern auch auf das Gemeindezeitalter. Im Gemeindezeitalter braucht Christus Überwinder, damit er einen Ruheplatz hat. Sulamit ist als Bett inmitten der 60 Helden ein führender Überwinder und sorgt dafür, dass Salomo, Christus, während dem Kampf ruhen kann. Die Zahl 60 steht für den geistlichen Kampf.
Der König Salomo machte sich eine Sänfte aus Holz vom Libanon. Die Sänfte spricht vom Vorangehen und von der Gemeinschaft am hellen Tag. Die Bundeslade war ähnlich wie eine Sänfte. Sie wurde von den Priestern getragen. Heute tragen wir Christus in uns. Und daher sind wir die Sänfte von Christus. Christus machte sich die Sänfte aus Holz, Menschlichkeit, vom Libanon, Auferstehung, Auffahrt. Das bedeutet, dass die Sänfte aus erhöhter und auferstandener Menschlichkeit besteht. Es ist wunderbar, wenn wir Christus tagsüber begleiten und in uns herumtragen dürfen. So werden wir zu seiner Herrlichkeit. Auch im tausendjährigen Reich braucht Christus eine Sänfte, um seinen Sieg triumphierend feiern zu können. Ihre Füße machte er aus Silber, Erlösung Christi. Ihren Boden machte er aus Gold, göttliche Natur. Ihren Sitz aus rotem Purpur, als Könige im Leben herrschen. Innen ausgelegt mit Liebe von den Töchtern Jerusalems. Christus fragt nach unserer Liebe. Je mehr wir ihn lieben, desto mehr nimmt unsere Eigenart und unser Selbst ab. Christus kann durch sein Auferstehungsleben wilde, natürliche Pferde zu aufgebauten Sänften machen. Das Bett spricht von Salomos Macht und Sieg über die Finsternis und die Sänfte spricht von Salomos Herrlichkeit. Eilt voran, ihr Töchter Zions! Überwinder, die die Erfahrung von anderen verstehen können. Seht Salomo mit der Krone am Hochzeitstag des Königs, am Tag seiner Herzensfreude. Christus ist der Bräutigam und wir sind die Braut, die im tausendjährigen Reich zu seiner Krone wird. Mit uns als seiner Krone wird er seinen Sieg triumphierend feiern. Seine Mutter hat ihn mit dieser Krone gekrönt. Die Mutter ist geistlich gesehen schwierig zu erklären. Sie könnte sich auf Christi Menschlichkeit beziehen, weil Jesu Vater Gott war und Jesu Mutter Mensch war. Salomo sagt, O, du bist schön, meine Liebste! O, du bist schön! Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier! Das Erste, was eine Person hat, wenn sie geistlich vorangeht, ist geistliche Sicht, Augen wie Tauben. Sie kann Geistliches erfassen und sieht mehr von der Kraft und dem Werk des Heiligen Geistes. Es ist der Heilige Geist, der erleuchtet. Hinter dem Schleier zu sein bedeutet, dass wir unsere geistliche Sicht nicht leichtsinnig weggeben. Ein gewöhnlicher Mensch in der Welt kann unsere Augen hinter dem Schleier nicht sehen und weiß nicht, wer geistliche Sicht hat. Dies soll auch so sein. Dein Haar gleicht einer Ziegenherde, die sich ausruht auf dem Berg Gilead. Bei den Nasiräern, Simson und Frauen bedeutet das Haar Bedeckung. Bedeckung bedeutet, dass Gott das Haupt ist und wir uns unterordnen. Das Haar hat geistlich gesehen immer mit dem Willen zu tun und steht daher für Unterordnung und Hingabe. Das Haar bedeckt das, was natürlich ist. Die Ziegen stehen am Berghang von Gilead untereinander und nicht nebeneinander. Daher sehen sie wie gleichmäßig gewellte Locken aus, nicht wie unordentliches Haar. Da die Ziegen auf dem Berg Gilead weiden, bedeutet es, dass Sulamit gut genährt wird. Ziegen wurden als Sündopfer dargebracht. Demzufolge war die gut genährte Sulamit bereit, sich als Opfer dem Herrn hinzugeben. Deine Zähne sind wie geschorene Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Die Schafwolle steht für Fleischlichkeit, denn ein Priester durfte im Allerheiligsten keine Wolle tragen.
sondern nur weißes Leinen. Das natürliche Leben, Wolle von Sulamit, wurde durch das Kreuz Christi weggeschoren und durch das Waschen des Geistes, Schwämme, wurde sie gereinigt. Überall wurden Zwillinge geboren, keiner dieser Jungen wurde geraubt. Hier geht es nicht um Babys, sondern um Erwachsene, die kräftige Zähne und Kapazität haben, um feste Speise aufzunehmen. Wer nicht alle göttlichen Wahrheiten annehmen kann oder dem Herrn nicht vertraut, dass er ihn materiell versorgen kann, der ist wie einer, dem der gegenüberliegende Zwillingszahn fehlt. Die Zähne haben noch eine zweite Bedeutung. Stellen wir uns einmal vor, dass jeder von uns ein einzelner Zahn ist. Als einzelner Zahn ist es schwierig, Christus als das Brot des Lebens zu essen. Es geht besser in der Gemeinschaft mit anderen Zähnen. Deine Lippen sind wie eine scharlachrote Schnur und dein Mund ist lieblich. Die scharlachrote Schnur, die Rahab in Jericho errettete, ist ein Bild auf die Erlösung Christi. Die Lippen sind der Ausdruck von dem, was verdaut wurde. Nur Lippen, die nicht gemäß dem eigenen Willen sprechen, sondern durch Christi Erlösung gereinigt wurden und sich der Autorität des Herrn unterordnen, haben eine angenehme Rede. Die Zähne werden im Hohelied vor den Lippen erwähnt, denn wenn etwas Unreines eingenommen wird, Zähne, fließt auch etwas Unreines aus dem Mund, Lippen. Deine Wangen sind wie Granatäpfel hinter deinem Schleier. Der Granatapfel steht für den Überfluss des Lebens, denn er ist saftig, rot, süß und schön. Die Wangen bringen zum Ausdruck, dass sie Christus als das Brot des Lebens im Überfluss genossen haben. Sie widerspiegeln Freude, Sanftmut und Zufriedenheit. Doch wenn es am Überfluss mangelt, widerspiegeln sie Sorgen und Ärger. Der Schleier dient dazu, alles vor den Augen der Welt zu bedecken. Denn wir sollten uns selbst nicht zur Schau stellen, keine Show machen. Nur der Herr darf unsere Schönheit sehen. Wange kann auch mit Schläfe übersetzt werden. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der für ein Waffenlager gebaut worden ist. 1000 Schilde von Helden hängen daran. Der Hals bezeichnet ebenfalls wie das Haar unseren Willen. Unser Willen kann halsstarrig und stur sein. Das Schönste für den Herrn ist ein Wille, der sich unterordnen kann. Ein gekrümmter Hals, der von Satan gebunden ist, muss immer die Erde, Irdisches und Weltliches anschauen. Ein gestreckter Hals, der wie ein Turm ist, bezeichnet eine Person, deren Willen von Gott gestärkt wurde, so dass sie nicht mehr die Welt liebt, sondern sich Christus, David ist hier ein Bild auf Christus, unterordnet. Die Waffen sind ein Bild auf den Sieg Christi. Da Sulamit einen starken Willen hat, verteidigt sie sich mit den Waffen, Sieg Christi, vor Satan und erlaubt ihm nicht, ihren Willen einzunehmen, den sie Gott unterordnet hat. Somit wurde ihr natürlicher Wille behandelt und ist nun in Auferstehung. Ein unnachgiebiger, eigensinniger, sturer Wille ist schwach. Sobald der Feind kommt, ergibt sich dieser Wille jedes Mal gleich bedingungslos. Sture Schwestern und Brüder geben beim Angriff des Feindes sofort auf, wenn sie sich unterordnen sollten. Deine Brüste sind wie zwei Kitze, wie Zwillinge einer Gazelle, die in den Lilien weiden. Die Brüste stehen gemäß 1. Thessalonicher 5 für Glaube und Liebe. Sie sind die wichtigsten heiligen Empfindungen. Damit umarmen wir den Herrn vertraut
und dadurch zieht er uns nah an sich. Glaube und Liebe wachsen, wenn sie von einem reinen Leben, Lilien, genährt werden. Wenn das Gewissen verletzt ist, sickern Glaube und Liebe aus. Daher ist es wichtig, dass wir uns gut um unser Gewissen kümmern. Zudem wollen wir unsere Empfindungen, die empfindlich und schreckhaft wie Gazellen sind, für den Herrn reservieren und nicht zu offenherzig mit ihnen umgehen, damit wir sie nicht verlieren. Die Gazellen sind Zwillinge und haben die gleiche Größe. Dies zeigt, dass Glaube und Liebe gleichzeitig im gleichen Maß wachsen und gleich stark betont werden sollten. Sulamit sagt, bis der Tag anbricht und die Schatten fliehen weg, sehnt sich mein Herz zu gehen zum Myrrenberg und zum Weihrauchhügel. Am Anfang hat Sulamit viel von sich selbst erzählt, also was sie in ihrem geistlichen Zustand erreicht hat und wie sie Fortschritte gemacht hat. Was sie erfahren hatte, wollte sie immer gleich weitersagen und konnte nicht warten. Dies zeigt Oberflächlichkeit. Seit der Erfahrung in der Wüste spricht sie weniger. Jetzt hat sie sogar genug Kapazität, um still zu sein und gut zuzuhören. Warum? Weil sie das Kreuz, Myrrhe, erfahren hat und nun durch das Auferstehungsleben, Weihrauch, das in ihrem Geist ist, ihre Gefühle und sich selbst unter Kontrolle hat. Doch sie erkennt, dass das Kreuz und der Geist noch mehr an ihr arbeiten müssen, weil immer noch Schatten da sind und der Tag noch nicht angebrochen ist. Je mehr sie im Licht ist, desto mehr realisiert sie die Schatten. Es scheint, als wenn es Sulamit egal sei, ob ihr Geliebter bei ihr ist oder nicht, und dass es ihr nur wichtig sei, beim Myrrenberg und Weihrauchhügel zu bleiben. Doch es ist unmöglich, Christus zu erfahren ohne Christi Tod und Auferstehung. Sobald wir in Christus sind, sind wir auch in seinem Tod, in seiner Auferstehung und in seiner Auffahrt. Als Sulamit die Wüste verließ, war sie mit Myrrhe parfümiert, doch jetzt braucht sie einen ganzen Berg davon. Je mehr wir durch das Kreuz, Myrrhe, die Befreiung vom alten Menschen erfahren, desto mehr wollen wir eins mit dem Kreuz sein. Salomo sagt, an dir ist alles so wunderschön, meine Liebe. Kein Makel ist an dir. Vorher hat er nur gesagt, sie sei schön, doch jetzt sagt er, sie sei wunderschön, weil das Kreuz alle Makel entfernt hat und an ihr das heilige Leben Christi sichtbar geworden ist. Komm mit mir vom Libanon! Oben auf dem hohen Libanonberg ist sie nahe beim Himmel und daher an einem himmlischen Ort. Der Libanon ist somit ein Bild auf Christi Auffahrt. Sie folgt dem Herrn, aber sie verlässt den Libanon nicht, sondern bleibt in der Auffahrt Christi. Bisher hat sie sich um ihre persönliche Geistlichkeit gekümmert. Jetzt möchte der Herr, dass durch sie der Garten auf der Erde entstehen kann. Darum bittet er sie, komm mit mir! Meine Braut! Er nennt sie zum ersten Mal Braut, weil ihr Verstand nun eins mit ihm ist. Sie ist eine neue Schöpfung und daher kann er sich ihr nun anvertrauen. Deine Sicht soll vom Amana-Gipfel, das heißt in Hebräisch Wahrheit, vom Amana-Gipfel aus sein, vom Senir, das heißt in Hebräisch sanfte Rüstung, weil der Krieg vorbei und der Sieg gewonnen ist. Und vom Hermon, das heißt in Hebräisch Zerstörung des Feindes. Christus zerstörte und besiegte den Feind am Kreuz, auferstand und fuhr in die Himmel auf. Wenn nun Sulamit in Christi auffahrt,
Libanon lebt, wird sie mit Wahrheit, Amana, erleuchtet, so dass sie die Situation aus der Sicht von Christi Sieg, Senir, betrachtet, in der sanften himmlischen Rüstung, Senir, kämpft und Gottes Feinde besiegen kann, Hermon. Unsere Sicht soll von Christi Sieg, Senir, aus sein und unser Stand in Christi Auffahrt, Libanon. Komm mit mir von den Löwenlagern und Leopardenbergen. Der Sieg über Satan, Löwe, Leopard, ist gewonnen, aber Satan und seine bösen Mächte sind immer noch an den himmlischen Orten. Epheser 6. Der Herr hat uns in seine Auffahrt, Libanon, hineingerufen, aber nicht versprochen, dass alles rosig ist, denn der Feind ist näher als zuvor. Doch auf dem Berg haben wir die himmlische Stellung, Libanon, und die himmlische Sicht, Amana, und können den geistlichen Kampf kämpfen, Senir, und siegen, Hermon. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester. Wir sind Schwestern des Herrn Jesus, weil wir die gleiche Natur haben wie er, nämlich die göttliche Natur. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester und Braut, mit einem einzigen Blick deiner Augen. Sie antwortet ihm nicht hörbar, sondern durch ihren Blick, der voller Liebe ist, mit einer einzigen Kette deines Halsschmuckes. Die Kette zeigt, dass sie sich unterordnen kann. Wenn wir uns Christus unterordnen, ist er ermutigt, denn nun kann er durch uns wirken. Schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Viel besser ist deine Liebe als Wein. Viel besser ist der Duft deiner Salben als alle Gewürze. Zum ersten Mal preist er ihre Liebe, weil sie sich ihm immer wieder hingibt, an sich arbeiten lässt, ihren Verstand auf Himmlisches ausrichtet und eins mit ihm ist. Manchmal sehen wir natürliche Tugenden in Ungläubigen, die schöner sind als die natürlichen Tugenden in Gläubigen. Doch keine natürliche Tugend kann den Duft übertreffen, der von einem Leben ausströmt, das vom Geist umgewandelt wurde. Von deinen Lippen träufelt frischer Honig, meine Braut. Honig ist süß und stärkt Niedergeschlagene. Sulamit war fleißig wie die Biene und hat während langer Zeit süßes Honig gesammelt. Sulamit ist eine Person, die sich von Gott belehren lässt und Gottes Wort annimmt. Aus dem Mund von Sulamit kommen süße und erfrischende Worte, nicht negatives Geschwätz, bösartige Witze oder Unbesonnenes. Milch und Honig sind unter deiner Zunge. Mit der Zunge nimmt Sulamit das Brot des Lebens ein. Und unter der Zunge lagert sie es, so dass sie die Bedürftigen zur rechten Zeit weiden kann. Unter der Zunge verbirgt sie ihre Schätze. Sie stellt ihren Reichtum nicht aus und offenbart nicht alles, was sie hat. Der Duft deiner Kleider ist wie der Duft vom Libanon. Kleider bezeichnen das Verhalten, die Aktivitäten. Es ist herrlich, wenn sie den himmlischen Duft des Libanon ausströmen. Wie ein umzäunter Garten ist meine Schwester und meine Braut. Sie ist wie eine versiegelte Quelle. Als ein umzäunter Garten und eine versiegelte Quelle ist sie nur für ihren Geliebten reserviert. In 4. Mose 19 steht, dass Gefäße, die offen und nicht versiegelt sind, unrein sind. Sie sind unrein, weil sie sich von allen beeinflussen lassen und sich nicht absolut Christus hingeben. Nichts Unreines kann in Sulamit eindringen
und nichts Unreines kommt heraus. Sie ist wie eine Granatapfelplantage mit auserwählter Frucht, Henna, Narde, Safran, Kalmus und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Aloe samt allerbesten Gewürzen. Ihr Garten ist schön und fruchtbar. In unserem Garten wächst, was wir vorher bei Christus genossen haben und was er in uns eingewirkt hat. Er war vorher unser Apfelbaum, Auferstehungsleben oder die Myrrhe, Tod Christi. Alles, was in unserem Garten wächst, ist Material für die Stadt, das neue Jerusalem. Den Herrn zu lieben bedeutet nicht, für ihn zu arbeiten, sondern ihm die Erlaubnis zu geben, sich in uns einzuwirken und uns in sein Bild umzuwandeln. Sie ist wie eine Quelle im Garten, wie ein Brunnen lebendigen Wassers, das strömt vom Libanon. Der lebendig machende Geist, lebendiges Wasser, entspringt der Auferstehung und der Auffahrt Christi, Libanon, und bewässert den Garten. Der lebendig machende Geist entspringt den Überwindern, die in der Auffahrt Christi sind. Sulamit sagt, wach auf, Nordwind, Bise, und komm, Südwind, Föhn. Komm, blas auf meinen Garten, lass seine Gewürze herausströmen. Sulamit bittet nicht um Frieden in ihrer Umgebung und ist bereit, in jeder Situation den Duft Christi hinausströmen zu lassen. Dies zeigt, dass sie sich dem Herrn Jesus unterordnen, ihm glauben und vertrauen kann. Da Christus ihr Gnade gegeben hat und sie mit Gnade erfüllt ist, ist sie in jeder Situation glücklich. Zudem weiß sie, dass jede Situation unter der Souveränität des Herrn Jesus ist. Meinen Liebsten lasst in seinen Garten kommen. Sie ist der Garten und sie gehört ihm. Daher ist ihr Garten auch sein Garten. Komm, Liebster, iss deine auserwählte Frucht. Dank der Gnade in ihr konnte Frucht entstehen. Sulamit erlaubt dem Herrn Jesus, seine Frucht zu essen. Die Frucht, die durch sie hervorgebracht wurde, ist sein Ruhm und sein Schmuck. Salomo sagt, ich bin gekommen in meinen Garten, meine Schwester und meine Braut. Ich habe gepflückt meine Myrrhe und Gewürze. Ich habe gegessen meinen Honig und Honigwabe. Ich habe getrunken meinen Wein und Milch. Obwohl der Garten dem Herrn Jesus gehört, geht er nur auf ihre ausdrückliche Bitte hinein. Es ist wichtig, dass wir uns ihm immer wieder hingeben und nicht damit zufrieden sind, ihm zu gehören. Kommt und esst mit mir, o meine lieben Freunde! Christus lädt seine lieben Freunde, also Gott den Vater und Gott den Geist ein, mit ihm zusammen seinen Garten zu genießen. Die Freunde können sich nicht auf Sünder oder auf Gläubige beziehen, weil Christus die Sünder nicht liebe Freunde nennen würde und weil die Gläubigen Gefährten von ihr sein müssten. Zudem gehört hier der ganze Genuss dem Herrn, den er nicht mit Gläubigen teilen möchte. Sulamit sagt, ich schlafe. Sie hat keinen Stress, keine Sorgen, sondern ist völlig in der Ruhe, weil ihr alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist. Doch mein Herz ist wach. Der innere Mensch ist wach und lebendig. Weil Sulamit eins mit dem Herrn ist sie wachsam und voller Empfinden, so dass sie die leisesten Worte des Herrn wahrnimmt.
Daher merkt sie plötzlich, dass er nicht mehr bei ihr ist, sondern draußen steht. Ein Geräusch! Mein Geliebter klopft. Mach mir auf, meine Schwester, meine Liebste, meine Taube, meine Vollkommene! Denn mein Kopf ist voller Tautropfen, meine Locken sind voller Nachttropfen. Tautropfen und Nachttropfen sind ein Bild auf den leidenden Christus, als er in der Nacht vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane war. Der Herr ruft uns nicht auf, zusammen mit ihm für das Erlösungswerk zu leiden, denn das hat er allein vollbracht. Doch er ruft uns auf, zusammen mit ihm die Ablehnung der Menschen zu ertragen. Oft werden wir von anderen missverstanden und beschämt. Doch wir wollen beständig bereit sein, freudig für den Vater zu leiden. Kolosser 1. Sulamit sagt, ich habe mein Kleid, alten Menschen, schon ausgezogen, soll ich es wirklich wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Sie wurde durch Christi erlösendes Blut gewaschen. Soll ich sie wirklich wieder schmutzig machen? Sulamit zögert, der Aufforderung des Herrn nachzukommen. Sie möchte nichts mit Missverständnissen und Beschämungen zu tun haben. Das könnte ihre Füße beschmutzen. Sie fürchtet sich auch, ihren guten geistlichen Ruf zu verlieren. Es ist herrlich, wenn wir die Welt und unser Selbst verleugnen, doch der Herr fordert uns auf, auch alles zu verleugnen, was wir in unserem geistlichen Leben erreicht haben. Christus war uns darin ein Vorbild, denn er legte seinen göttlichen Stand ab und wurde Mensch. Ebenso Paulus. Paulus war sehr religiös und wurde nach seiner Errettung sehr geistlich, aber er blieb nicht dort. Man hat den Eindruck, dass er seine ganze Geistlichkeit preisgab und bereit war zu leiden, damit der Leib Christi aufgebaut werden konnte. Er tat vieles, was die Religiösen missverstanden. Paulus wurde kritisiert, angegriffen, beschämt und misshandelt. Zudem war er bereit, als Zeltmacher zu arbeiten, um sich und andere zu versorgen. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Türluke. Christus hat uns mit seiner Hand, die am Kreuz durchbohrt wurde, umarmt. Nun arbeitet er mit dieser Hand voller Glaube und Gehorsam für seinen Vater. Mit eben dieser Hand winkt er uns durch die Türluke voller Liebe zu sich und lockt uns, ihm zu folgen. Mein Inneres sehnte sich sehr nach ihm. Sulamit wurde in Kapitel 2 von seinem Gesicht, seiner Stimme, seiner Lieblichkeit und Schönheit angezogen. Doch jetzt wird sie von seiner Hand angezogen. Er fordert sie auf, zu handeln und mit ihm zusammen zu arbeiten. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Sulamit ist schwach, aber sie lehnt die Aufforderung des Herrn nicht ab, sondern gibt schließlich nach und unterordnet sich. Von meinen Händen tropfte Myrrhe und von meinen Fingern tropfte flüssige Myrrhe auf den Türgriff. Das Leben des Herrn, das durch den Tod, Myrrhe, gegangen ist, durchsättigt sie so sehr, dass sie die Kraft hat, die Tür zu öffnen und bereit ist, die Leiden Christi zu erfüllen, die noch nötig sind, um den Leib Christi aufzubauen. Aufgrund der Myrrhe öffnet sich die Tür und es gibt nichts Trennendes mehr zwischen ihr und ihrem Geliebten. Ich öffnete meinem Geliebten. Mein Geliebter hat sich zurückgezogen. Er war fort. Sulamit hat das Gefühl, der Herr sei nicht mehr gegenwärtig und habe sie verlassen.
Meine Seele war so schwach, als er zu mir gesprochen hatte. Sulamit ist wütend über sich selbst, dass sie eine Ausrede hatte und sich ihr Geliebter nun deswegen zurückzog und sein herrliches Gesicht vor ihr verbarg. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete nicht. Sie sucht ihn dieses Mal nicht mehr auf Straßen und Plätzen, sondern sie betet zu Gott, doch die Gebete scheinen nichts zu nützen. Die Wächter, die in der Stadt umhergehen, fanden mich, sie schlugen mich, verwundeten mich und nahmen mir meinen Umhang, Mantel, weg. Eigentlich hätten die Wächter ihr helfen sollen, doch die Wächter realisierten nicht, dass sie schon genug Schläge erlitten hatte. Sie trösten sie nicht, sondern weisen sie zurecht und versetzen ihr damit noch mehr Schläge. Zudem machen sie sich über sie lustig, so dass sie unter den Gläubigen beschämt wird. Beschämen bedeutet bloßstellen, die Bedeckung, den Umhang wegnehmen. Sulamit wünscht sich wie Hiob Freunde, die ihr helfen, doch ihre Freunde verurteilen sie. Die Haltung und Wahrnehmung der leitenden Brüder ist uns gegenüber oft falsch. Aber der Herr erlaubt es, damit uns bewusst wird, dass wir einen Fehler gemacht haben. Wenn wir mit dem Herrn vorangehen, gemäß seinem Willen, wird er auch die Brüder behandeln. Ich bitte euch, o Töchter Jerusalems! Weil Sulamit von den Wächtern keine Hilfe bekommt, geht sie zu jüngeren Gläubigen und hofft, dass diese für sie zu Gott beten, damit sie ihren Liebsten wiederfinden kann. Wenn ihr meinen Liebsten findet! Sie nimmt an, dass die anderen Gläubigen ihren Liebsten nicht finden können, weil deren Gemeinschaft mit dem Herrn noch nicht so vertraut und innig ist. Bitte sagt ihm, dass ich krank bin vor Liebe für ihn. Vorher war sie krank vor Liebe inmitten einer vertrauten Gemeinschaft mit ihrem Geliebten. Jetzt ist sie krank vor Liebe inmitten einer Trübsalzeit. Obwohl es ihr in dieser Trübsalzeit nicht gut geht, schaut sie nicht auf ihre Situation und nicht auf ihr Gefühl. Sie sehnt sich nach seiner Liebe und hofft, dass ihm ihre Liebe wichtig ist. Das zeigt, dass sie beträchtlichen Fortschritt im Glaubensleben gemacht hat. Die Töchter Jerusalems fragen, was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so sehnlich bittest? In den Augen der Töchter Jerusalems, den Gläubigen, ist Sulamit die Schönste unter den Frauen. Sie bewundern ihre Menschlichkeit, Heiligkeit und Herrlichkeit der neuen Schöpfung. Obwohl sie gläubig sind, zeigen ihre Worte, dass sie keine persönliche Beziehung zum Herrn haben. Doch ihre Frage ist sehr gut, denn jetzt beginnt Sulamit von ihren wunderbaren Erfahrungen mit ihrem Geliebten zu erzählen. Sulamit sagt, mein Geliebter ist weiß, rein und rot, voller Leben und Kraft. David war übrigens auch rötlich. Er ragt hervor, wie ein Banner unter Zehntausenden. Wo immer Christus hingeht, folgen ihm Zehntausende und schauen auf ihn, denn er ist unvergleichlich. Sein Haupt ist feinstes Gold, göttliche Natur. Seine Locken sind wie Wellen und schwarz wie ein Rabe. Schwarze Haare bedeuten, dass Christus voller ewiger, unverwelklicher Kraft ist. Auch Simsons Kraft war in den Haaren. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserströmen.
wie wenn sie in Milch gebadet worden sind, und sie sitzen fest in ihrer Fassung. Das Schönste an den Tauben sind ihre Augen. Augen bringen vertraute Gefühle zum Ausdruck. Christi Augen sind rein wie Tauben, voller Leben, Wasserströme, klar, gebadet in Milch und ordentlich, sitzen fest. Seine Wangen sind wie Gewürzbeete. Christi Blick, Wangen, ist schön und süß, weil er Schläge und Verachtung von Menschen für uns ertrug. Seine Lippen sind wie Lilien, rein, von denen flüssige Myrrhe tropft. Aus Christi Mund tropfen Worte der Gnade, die auf seinem Tod Myrrhe gründen. Seine Hände sind wie goldene Rohrgewinde. Seinen Händen kann nichts wegrutschen und nichts verloren gehen, da sie wie Rohrgewinde sind. Sie sind voller göttlicher golden Kraft. Die mit Beryl-Edelsteinen besetzt sind. Beryl bezeichnet die Stabilität des Werkes des Herrn. Die großen Räder in Hesekiel 1, die ein Bild auf das Vorangehen des Herrn sind, sehen auch wie Beryl aus. Sein Leib, Eingeweiden, tiefe innere Gefühle, ist ein Kunstwerk aus Elfenbein, das mit königsblauen Saphiren geschmückt ist. Um Elfenbein verarbeiten zu können, ist es nötig, dass jemand stirbt. Christus starb für uns. Dies zeigt seine tiefen inneren Gefühle, die er für uns hat. Die blauen Saphire sind ein Bild auf etwas Himmlisches. Wenn wir Christi Gefühle berühren, ist die Beziehung mit ihm etwas Himmlisches. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, die fest auf Sockeln aus reinem Gold stehen. Marmor ist ein Bild auf Christi Gerechtigkeit. Christi Gerechtigkeit steht unerschütterlich fest wie eine Säule. Er sieht aus wie der Libanon, wie vortreffliche Zedern. Christus ist unermesslich groß, größer als die Erde. Er lebt im himmlischen Ort auf dem Libanonberg und ist eine himmlische Person. Er überragt wie eine Zeder, Tanne, alle anderen Bäume, denn er ist der einzige verherrlichte Mensch unter den Menschen. Sein Mund ist voller Süße, er ist der begehrenswerteste. Christus schmeckte zuerst alles, was von Gott kam, und danach teilte er es uns aus. Alles ist aus Gott und durch Christus. Ja, dies ist mein Geliebter, o Töchter Jerusalems. Am Ende ihrer Erzählung ist es, wie wenn die Sonne in ihrer Seele aufgegangen ist, denn sie ist voller Gefühle für ihn. Wir könnten Christus so beschreiben. Er ist allumfassend, unerforschlich reich, der Erste in allem, der Erste der ganzen Schöpfung, der Erste in Auferstehung, der Erste in meinem Leben. Er ist Gott, der Mensch wurde, in seiner Auferstehung zum lebendigmachenden Geist wurde, und er hat 7 Augen, die der 7-fach verstärkte Geist sind. Die Töchter Jerusalems sagen, wohin ist dein Geliebter gegangen? O, du Schönste unter den Frauen! Wohin hat dein Geliebter sich gewandt? Wir wollen ihn zusammen mit dir suchen. Die anderen Gläubigen möchten Christus nun auch in einer tieferen Beziehung nachfolgen, nachdem sie das Zeugnis von Sulamit gehört haben, die für sie die Schönste ist. Sulamit sagt, mein Geliebter ging hinab in seinen Garten zu den Gewürzbeeten. Während Sulamit von ihrem Geliebten erzählt, wendet sie sich von ihrem Selbst ab,
verlässt die Finsternis und kommt ins Licht. Plötzlich wird ihr klar, wo ihr Geliebter ist. Er ist immer noch in seinem Garten und sie selbst ist sein Garten. Er hat ihr Herz nie verlassen, obwohl sie seine Gegenwart in ihren Gefühlen nicht spürte. Jetzt stützt sie sich nicht mehr auf das, was sie fühlt, sondern auf ihren Glauben. Wenn wir die Gegenwart des Herrn nicht mehr spüren, ist es das Beste, anderen von ihm zu erzählen. Er labt sich in den Gärten. Mit den Gärten sind die Heiligen gemeint. Christi Garten ist in unserem Geist. Christus wohnt in uns. In den Gewürzbeeten. In Hohelied 5 steht, dass seine Wangen wie Gewürzbeete sind. Die Wangen bringen Christi Blick zum Ausdruck. Christi Blick ist schön und süß, weil er die herrlichen Früchte im Garten genießt und pflückt Lilien. Christus pflückt diejenigen, die rein sind und ihm vertrauen. Lilien. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Dieser Satz zeigt, dass Sulamit innerlich reifer geworden ist. Sie hat sich vom Selbst abgewandt und schaut nun auf den Herrn. Als erstes sagt sie nicht mehr, dass der Herr für sie da ist, sondern dass sie für ihn da ist. Sie schaut nicht mehr auf ihr Gefühl, sondern lebt aus Glauben. Er weidet seine Herde unter den Lilien. Der Herr hat sich nicht geändert, denn er weidet seine Herde immer noch unter den Lilien. Ihr Geliebter antwortet ihr mit denselben Worten wie zuvor, um zu zeigen, dass er sich in seiner Liebe zu ihr nicht geändert hat. Nach ihrem Fehler braucht sie seine versichernden Worte. Zudem ist es gut, wenn geistliche Erfahrungen wiederholt werden. Salomo sagt, du bist so schön, meine Geliebte, wie Tirza. Tirza war die Hauptstadt des Nordreiches Israel. 1. König Kapitel 14 und 15. In Tirza befand sich der Palast. So lieblich wie Jerusalem. Jerusalem ist die Stadt des großen Königs, die Hauptstadt des Südreiches Juda. Weil Sulamit wie Tirza ist, ist etwas Spalterisches, Negatives und Fleischliches in ihr vorhanden. Trotzdem ist sie schön wie Tirza, weil Gott damals in Tirza und in Jerusalem wohnte. Das zeigt, dass sich beide Städte auf das Heiligtum Gottes beziehen. Außerdem ist die Stadt Jerusalem ein Bild auf das himmlische Jerusalem. Sulamit entwickelt sich nicht nur zu einem Garten, sondern sie reift auch zum Heiligtum Gottes, Tirza, heran. Und zum himmlischen Jerusalem. Jerusalem, weil sie in Christi auffahrt, Libanon, als die neue Schöpfung in Auferstehung, Weihrauchhügel, lebt. Wenn wir Sulamit als Garten betrachten, sehen wir, wie Christi Leben in ihr blüht. Wenn wir sie als Heiligtum Gottes betrachten, sehen wir, wie sie mit Christi Leben aufgebaut wird. Zuerst ermutigte Christus Sulamit, ihre Selbstbeobachtung ans Kreuz zu hängen. Dann rief er sie in die Auffahrt, Libanon, und nun ruft er sie hinter den Vorhang ins Allerheiligste, Heiligtum Gottes. Und so furchterregend wie eine Armee mit ihren Siegesbannern. Sulamit hat eine Kämpfernatur, daher fürchtet sich der Feind Gottes vor ihr. Es ist herrlich, wenn die Gläubigen für den Herrn schön und lieblich sind, doch für den Feind sollten sie furchterregend und schrecklich sein. Wende deine Augen ab von mir, denn sie überwältigen mich.
Die Macht der Liebe wird durch den Blick gezeigt. Wenn der Herr sagt, wende deine Augen ab von mir, ist es keine Ablehnung, sondern er lobt ihre Liebe und freut sich darüber, dass sie ihre Augen fest auf ihn fixiert. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Berg Gilead herunterhüpfen. Dies zeigt ihre Hingabe. Deine Zähne sind wie eine Herde Mutterschafe, die aus der Schwemme heraufkommen. Überall wurden Zwillinge geboren. Keiner dieser Jungen wurde geraubt. Die Zähne bedeuten die Kapazität, Wahrheiten aufnehmen zu können. Deine Wangen sind wie Granatäpfel hinter deinem Schleier. Dies zeigt ihre verborgene Schönheit. Es sind 60 Königinnen, 80 Nebenfrauen und zahllose Jungfrauen. All diese Frauen sind ein Bild auf Gläubige, die Christus lieben und seine korporative Frau sind. Es ist schrecklich, wenn ein Mann mehr als eine Frau hat, aber geistlich gesehen ist dieses Bild schön. Doch nur eine unter ihnen ist meine Taube, meine Vollkommene. Sie ist die einzige ihrer Mutter, Gnade. Sie ist die Auserwählte von derjenigen, die sie geboren hat. Sie ist im Geist, Taube, abgesondert von der Welt, Vollkommene, Reine und ein Kind der Gnade, Mutter. Wer mehr Gnade empfängt als andere, erlaubt Gott mehr an sich zu arbeiten, als es andere erlauben. Gläubige, die nicht absolut für den Herrn sind, erkennen es, wenn andere absolut für den Herrn sind und schätzen sie. Die Töchter sahen sie und segneten sie. Die Königinnen und Nebenfrauen priesen sie. Die Königinnen und Nebenfrauen priesen sie ebenfalls. Wer ist diese Frau, die hervorglänzt wie die Morgenröte, so schön ist wie der Mond? Der Mond leuchtet in der Nacht, Gemeindezeitalter, und strahlt ein sanftes Glühen aus, indem er die Sonne reflektiert. Christus ist wie die Sonne, und wir reflektieren ihn wie der Mond in diesem finsteren Zeitalter. So klar ist sie wie die Sonne. Sulamit lebt in Auferstehung und wird daher zur Morgenröte, zum Mond und zur Sonne. Sie ist himmlisch geworden. Die Sonne leuchtet am Tag. Dieser Tag bezieht sich auf das tausendjährige Reich. Sulamit strahlt so hell wie die Sonne, dass alle Schatten fliehen. Es gibt kein Hindernis, Schatten, mehr zwischen ihr und dem Herrn. Da sie jetzt Sonne, Christus und Mond, Gemeinde, ist, ist sie Christus und die Gemeinde. Wunderbar! So furchterregend wie eine Armee mit Siegesbannern. Sie ist zu einem Überwinder geworden. Zuerst überwand sie die Welt, dann das Selbst, drittens die alte Schöpfung, Materielles, und viertens das Fleisch, den natürlichen Menschen und den alten Menschen. Sulamit sagt, ich möchte gern sehen, ob im Nussgarten der Weinstock treibt und die Granatapfelbäume blühen. Nüsse sind hart und daher feste Nahrung für Christus. Sulamit ist selbst der Nussgarten. Da sie an sich selbst arbeitet, will sie schauen, ob sie Fortschritte gemacht hat. Es scheint mir, als sitze ich in einem schnellen Prachtwagen, der jedes Hindernis überwindet. Sulamit freut sich und ist ermutigt, denn sie kann tatsächlich Fortschritte sehen. Die Töchter bitten, dreh dich um, o Sulamit, damit wir dich betrachten können. Die anderen Gläubigen wollen ebenfalls Sulamits Fortschritte sehen und von Sulamits Erfahrungen lernen, um selbst vorangehen zu können.
Zum ersten Mal wird im Buch Hohelied der Name Sulamit erwähnt. Sulamit ist die weibliche Form von Salomo. Das zeigt, dass Sulamit an dieser Stelle zu Salomos Kopie und zu seinem Gegenüber geworden ist, weil sie im Leben, in der Natur und im Bild gleich wie Christus ist. Nun passt Sulamit zu Salomo, so dass sie heiraten können. Salomo sagt, was wollt ihr sehen an Sulamit? Den Tanz Mahanaims? Das heißt in Hebräisch zwei Heere. Sulamit tanzt und feiert den Sieg, denn der Feind ist geschlagen. Bei Sulamit gibt es keine Niederlagen. Sie hat ständig Sieg, weil sie dem Herrn Jesus vertraut und eins mit ihm ist. Der Geist Gottes sagt, wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, o Tochter eines Königs. Sie ist beschut mit dem Evangelium. Epheser 6. Daher ist ihr Wandeln und Handeln schön. Deine runden Hüften sind wie Juwelen. Sie sind ein Kunstwerk. Nichts erschüttert ihre Standfestigkeit, Hüfte. Wer in Christus ist, ist standfest. Dein Bauchnabel gleicht einer runden Schale, der es nie an Mischwein mangelt. Dein Bauch ist ein Weizenhaufen, umzäunt mit Lilien. Ihre inneren Teile, Bauchnabel, Bauch, sind gefüllt mit dem göttlichen Leben. Sie hat das göttliche Leben empfangen, indem sie das Blut Christi, Wein, getrunken und sein Fleisch, Weizenhaufen, gegessen hat. Deine beiden Brüste, Glaube und Liebe, sind wie zwei Kitze, wie Zwillinge einer Gazelle. Hier wird das Wort Weiden nicht erwähnt. Daher nährt sie mit ihrem Glauben und ihrer Liebe, Brüste, nun andere auf lebendige Art und Weise. Dein Hals ist wie ein Elfenbeinturm. Jetzt ist ihr Hals, Wille, nicht wie Davids Turm, sondern wie ein Elfenbeinturm. Elfenbein wird aus dem Körper eines Tieres herausgenommen. Die Rippe, die Adam entnommen wurde, ging durch den Tod. Adam schlief, und Gottes Geist formte aus ihr Eva. Ebenso ging das Auferstehungsleben mit Christus in den Tod, und Gottes Geist formte aus dem Auferstehungsleben die Gemeinde. Daher ist das Elfenbein ein Bild auf das Auferstehungsleben. Gottes Geist formte Sulamits Wille so, dass er eins war mit Gottes Wille und sich Gottes Willen unterordnete. Darin war ihr Wille stark und standfest wie ein Turm. Deine Augen sind wie die Teiche in Heschbon, das heißt in Hebräisch intelligent, beim Bad Rabbim-Tor. Das heißt in Hebräisch volkreiche oder verkehrsreiche Stadt. Das Tor hieß Bad Rabbim. Viele Menschen gingen dort ein und aus. Sulamit ist offen, mit vielen Menschen Gemeinschaft zu haben. Sie hat nun eine erweiterte Sicht und sieht das ganze Universum, nicht nur den eigenen Garten. Ihre Augen sind nicht klein wie Tauben. Sie hat nun eine erweiterte Sicht und sieht das ganze Universum, nicht nur den eigenen Garten. Ihre Augen sind nicht klein wie Tauben, sondern so groß wie Teiche. Teiche können viel Licht empfangen. Das führt zu Weitsicht und zur Offenheit, mit vielen Gemeinschaft zu haben. Deine Nase ist wie der Libanon-Turm, der nach Damaskus ausgerichtet ist. Die Nase kann Gerüche scharf unterscheiden. Das bedeutet, dass wir herausspüren können, ob jemand aufrichtig ist, und somit kann uns niemand betrügen. Dein Haupt ist wie der Karmel. Auf dem Karmel kämpfte Elia für Gott
und Gott erhörte sein Gebet. Das Haupt bezieht sich auf unsere Gedanken, die beständig beten und bei Gott sein sollten. Purpurlocken schmücken deinen Kopf. Ein König ist gefesselt von deinen Locken. Wie schön und wie lieblich bist du, o Liebste! Ihr behandeltes Haar, Wille, zeigt ihre Hingabe, Unterordnung und Gehorsam. Diese Schönheit nimmt den Herrn gefangen. Dein Wuchs ist wie eine Palme. Sulamit wächst wie eine Palme. Die Palme wird von der Sonne verbrannt und trotzdem wächst sie. In Christus wachsen wir zum gereiften Mann. Wir wachsen, bis unser Wuchs das Maß der Fülle Christi erreicht hat. Epheser 4. Deine Brüste sind wie Traubenbüschel. In Hohelied 4, Vers 5 verglich er ihre Brüste mit weidenden Gazellen. Ihr Glaube und ihre Liebe nahmen aktiv etwas auf, weideten, damit sie selbst genährt wurde. Doch jetzt sind ihre Brüste zu Trauben geworden, die andere nähren und zufriedenstellen. Ich sagte, ich möchte die Palme hinaufklettern und nach ihren Rispen, reich verzweigte Blütenstände mit Früchten, greifen. Die Früchte zwischen den Rispen bedeuten das Leben zwischen den Gläubigen. Rispen hin und her fließt. Das zieht Christus an, so dass er Gemeinschaft mit ihnen sucht. Lass deine Brüste wie Traubenbüschel sein. Lass deinen Atem wie Äpfel duften. Wer Christus, Apfel, gegessen hat, strömt auch den Duft Christi, Apfelduft, aus. Wer nach Christus duftet, lebt nicht mehr für sich selbst, sondern für Christus. Lass deinen Mund wie der beste Wein sein. Der Herr wird angezogen, weil die Gläubigen die Kapazität, Brüste und die Intuition, Duft, haben, andere zu nähren und weil sie den Herrn mit einem angenehmen Vorgeschmack, Wein, des tausendjährigen Reiches versorgen. Der beste Wein bezieht sich auf den Wein des tausendjährigen Reiches. Johannes 2 und Matthäus 26. Sulamit unterbricht Salomo und beendet seinen Satz, denn sie ist völlig eins mit ihm. Der sanft die Kehle meines Geliebten hinabfließt. Sulamit hofft, dass ihr Geliebter sanft genießt, was sie dank seinem Leben Wein ist. Und durch die Lippen derjenigen gleitet, die schlafen. Die Schlafenden sind ein Bild auf solche, die das Bewusstsein für ihr Selbst verloren haben, beziehungsweise ihr Selbst verleugnen. Sie leben für Gott und genießen, was Gott genießt. Ich gehöre meinem Geliebten und er sehnt sich nach mir. Sulamit sagt nun zuerst, dass sie ihm gehört. Dies zeigt, dass sie sich verleugnet. Das vorherige fleischliche Festhalten an Christus ist verschwunden. Es geht nicht mehr darum, was sie fühlt oder gewinnt oder was ihr Werk ist. Wichtig ist ihr nur noch, dass sie ihm gehört und mit dem Herrn erfüllt ist. Nun kann der Herr durch sie arbeiten. Komm, mein Geliebter, lass uns aufs Feld hinausgehen. Von Dorf zu Dorf reisen und in den Dörfern, örtliche Gemeinden, übernachten. Es ist wichtig, dass alle Gemeinden der Erde in unserem Herzen sind, nicht nur unser eigener Ort. Am Anfang kümmerte sich Sulamit nur um ihren eigenen Weinberg, aber jetzt ist sie von ihrem Selbst befreit, kann mit dem Herrn zusammenarbeiten, ihm nachfolgen und nach verlorenen Schafen und Verwundeten suchen. Wer mit dem Herrn zusammenarbeitet, sollte die Natur eines Reisenden haben. Das heißt, wir sollten andere besuchen, aber auch empfangen.
Wir wollen uns früh aufmachen. Früh morgens beginnt sie die Arbeit. Dies zeigt ihren Fleiß. Nur wer geistlich ist, kann fleißig sein. Zu extremes fleischliches Handeln, aber auch Passivität sollten wir ablehnen, da sie zur alten Schöpfung gehören. Wir wollen uns früh aufmachen zu den Weinbergen. Die Weinberge sind ein Bild auf einzelne Gläubige. Im Zentrum steht nicht mehr Sulamits eigener Weinberg, sondern die einzelnen Gläubigen. Nachdem sie gelernt hat, ihren eigenen Weinberg zu hüten, ist sie nun fähig, andere Weinberge zu hüten bzw. andere Gläubige aufzubauen. Um zu sehen, ob die Blüten sich öffnen. Salomo und Sulamit gehen zusammen hin, um nach Lebenszeichen Ausschau zu halten. Die Arbeit des Herrn ist jetzt auch ihre Arbeit. Sogar um die unreifsten Gläubigen kümmert sie sich, solange ein kleines Lebenszeichen und Hoffnung auf ein Fruchttragen da ist. Wenn die Granatapfelbäume blühen, werde ich dir dort meine Liebe schenken. Sulamit weiß, dass die blühenden Granatapfelbäume das Werk ihres Geliebten ist. Sie freut sich so sehr darüber, dass sie ihm ihre Liebe schenkt. Die Dudaims, Liebesäpfel, duften. Die duftenden Liebesäpfel zeigen die bräutliche Liebe zwischen uns und Christus, weil wir völlig eins mit ihm sind. An unserer Tür hängen auserwählte, frische und alte Früchte, die ich für dich, mein Geliebter, aufbewahrt habe. Die Türen sind der Ort, wo wir Frucht finden werden. Gott zeigt uns die Türen. Der Arbeitsplatz, Tür von Sulamit, duftet zur Freude ihres Geliebten. Es ist wichtig, dass wir so für den Herrn arbeiten, dass er es genießen kann, denn das Ergebnis der Arbeit ist nicht zu unserer, sondern zu seiner Ehre. Oh, wärst du doch mein Bruder, den meine Mutter Gnade gestillt hat. Sulamit ist reif im Leben und merkt, dass alle Schwierigkeiten von ihrem Fleisch kommen. Sie wünscht sich, dass Christus ihr Bruder im Fleisch sein könnte, um mit ihr mitzufühlen. Sie drückt sich poetisch aus. Es ist jedoch ein Seufzen. Sie hofft, dass sie entrückt und erlöst wird von ihrem Leib. Römer 8, 2. Korinther 5. Eines Tages werden wir dem Herrn gleich sein und ebenfalls einen verklärten Leib haben, so dass er wirklich unser Bruder ist. Fände ich dich dann draußen, außerhalb des Leibes, befreit von der Knechtschaft der alten Schöpfung, würde ich dich küssen und niemand würde mich mehr verachten. Niemand würde sie mehr wegen ihren Mängeln aufgrund des Fleisches verachten. Ich würde dich ins Haus, himmlisches Jerusalem, meiner Mutter, Gnade, bringen, die mich unterrichtete. Die Gnade, Mutter, lehrte sie, so dass sie zum voll erwachsenen Menschen heranwuchs. Sie hofft, dass sie ihren Geliebten im himmlischen Jerusalem treffen wird. Ich würde dir Gewürzwein zu trinken geben vom Granatapfelsaft. Jede Erfahrung des göttlichen Lebens, Granatapfelsaft, die wir von Christus empfangen, soll nicht für uns selbst, sondern eine Freude, Gewürzwein, für unseren Geliebten sein. Seine linke Hand wäre unter meinem Kopf. Er stützt sie, damit sie ihn sehen kann. Und seine rechte Hand würde mich umarmen. Salomo sagt, O Töchter Jerusalems, ich bitte euch, weckt meine Liebste nicht auf, wartet, bis sie selber aufwachen möchte. Lasst ihr die Hoffnung auf die Entrückung, bis sie in der Gegenwart ihres Geliebten erwacht.
Wer kommt da aus der Wüste herauf und lehnt sich dabei an ihren Geliebten? Sulamit kommt nun zum zweiten Mal aus der Wüste herauf, aber dieses Mal lehnt sie sich an ihren Geliebten. Das erste Mal verließ sie das wandernde Leben in ihrem Selbst, also den weltlichen Bereich. Beim zweiten Mal verlässt sie ihren Leib, den irdischen Bereich. Die Entrückung geschieht nicht plötzlich, sondern sie lehnt sich an ihren Geliebten und geht Schritt für Schritt mit ihm aus dem irdischen Bereich hinaus. Sulamit scheint kraftlos zu sein und kann kaum gehen. Sie macht sich zu einer Last, die ihr Geliebter tragen muss, und sie vertraut ihm hilflos. Einst habe ich dich unter dem Apfelbaum geweckt. Als sie damals aufwachte, sah sie als erstes ihren Geliebten, der ihr als ihr Apfelbaum Schatten und Nahrung gab, bis sie zufriedengestellt war. Deine Mutter, Gnade, hat dich unter dem Apfelbaum geboren. Christus erinnert Sulamit bei der Vollendung ihres Christenlebens daran, dass sie durch die Gnade gerettet und wiedergeboren worden ist und dass er sie mit dem Auferstehungsleben, Apfelbaum, versorgt hat. Sulamit erkennt, dass ihr Ausharren bis zum Ende nicht von ihrer eigenen Ausdauer abhängt, sondern von der Bewahrung durch ihren Geliebten. Daher sagt sie, »Leg mich wie ein Siegel an dein Herz«, und wie ein Siegel an deinen Arm. Sulamit sagt in anderen Worten, denke in deinem Herzen beständig an mich und halte mich in deinen Armen fest. Ich vertraue deiner Liebe, Herz, und deiner Kraft, Arme. Denn stark wie der Tod ist die Liebe. Wenn Gottes Liebe kommt, dann wird sie uns einfach überwältigen, genauso wie es der Tod tut. Hart wie der Scheol ist die Eifersucht. Im Scheol werden die Seele und der Geist der Verstorbenen aufbewahrt. Gottes Eifersucht ist hart wie der Scheol, der keinen Toten herausgibt. Die Eifersucht sendet Feuerzungen. Sie ist eine Flamme Jehovas. Gottes Eifersucht verbrennt alles in uns, was ihm missfällt, bis er völlig auf dem Thron in uns sitzt und alles in uns eingenommen hat. Sulamit vertraut der eifersüchtigen Liebe ihres Geliebten, weil er sie in jeder Hinsicht beschützt und bewahrt. Wasserfluten, Trübsale können Liebe nicht auslöschen. Ströme, Verfolgungen ertränken sie nicht. Wenn jemand seinen ganzen Besitz geben wollte für Liebe, würde es völlig verachtet werden. Liebe kann nicht durch Arbeit verdient oder erkauft werden, doch wir können uns Gott anbieten, das Objekt seiner Liebe zu sein. Wir haben eine Schwester, die klein ist und noch keine Brüste hat. Sie weiß noch nicht wirklich, was ein Leben des Glaubens und der Liebe ist. Was sollen wir für unsere Schwester tun am Tag, da um sie geworben werden wird? Christus möchte sie gerne heiraten, aber er wird mit ihrem Zustand nicht zufrieden sein, wenn ihr Glaube und ihre Liebe klein sind. Salomo sagt, wenn sie eine Mauer ist, abgesondert von der Welt, bauen wir auf ihr einen silbernen Wehrturm. Der silberne Wehrturm, Bollwerk, bezieht sich auf das Erlösungswerk Christi, Silber. Es hilft, im Kampf zu bestehen und in Glaube und Liebe zu wachsen. Wenn sie aber eine Tür ist, als Tür hilft sie anderen Menschen, in die Gnade Gottes hineinzukommen, sichern wir sie mit einem Zedernbrett. Sulamit und ihr Geliebter helfen ihr zu wachsen, indem sie sie mit Christi himmlischem und menschlichem Leben Zeder absichern bzw. umzäunen.
Sulamit sagt, ich bin eine Mauer, abgesondert von der Welt, und meine Brüste, Glaube und Liebe, sind wie Türme. Sie sind voll entwickelt. In seinen Augen bin ich wie eine, die voller Frieden ist. Ein Leben des Friedens baut auf der Absonderung von der Welt auf. Je mehr Glaube und Liebe entwickelt sind, desto mehr gelingt es, sich von der Welt abzusondern. Salomo hatte einen Weinberg in Baal Hamon, das heißt in Hebräisch Herr aller. Christus ist der Herr aller Arbeiten, die für ihn getan werden in der Gemeinde, Weinberge. Er übergab den Weinberg Verwaltern, die ihm für die Frucht des Weinberges 1000 Silberstücke geben sollten. Ich habe einen eigenen Weinberg. Salomo vertraute ihr einst einen Weinberg an. Die 1000 Silberstücke gönne ich dir, o Salomo. Die Gemeinde Weinberg ist sein Werk und wir nehmen nur die Stellung eines Verwalters ein. Wenn der Herr kommt, geben wir ihm zurück, was er uns anvertraut hat. Die 1000 Silberstücke sind ein Bild auf unser Talent. Wenn wir unser eines Talent auf die Bank bringen, erhält der Herr zumindest Zinsen, die den 1000 Silberstücken entsprechen. Aber es ist besser, wenn wir ihm mehr als 1000 Silberstücke geben. Da wir Christus lieben, erlauben wir ihm, sich überall in uns einzuwirken, damit wir das 1000-jährige Reich als Belohnung genießen dürfen. 200 Silberstücke gönne ich denen, die mir helfen, die Frucht zu verwalten. Sie lobt ihre Helfer, denen Lob gebührt. Doch eigentlich haben wir keine Helfer, denn wir kümmern uns selbst um die Frucht. Deshalb erhalten wir selbst die 200 Silberstücke als Belohnung vom Herrn. Oh, du wohnst in den Gärten, Herzen meiner Gefährten, die auf deine Stimme hören. Ihre Gefährten schwatzen nicht ohne Ende von ihren Erfahrungen, sondern wollen Gottes Stimme hören. Lass mich deine Stimme hören! Gottes Sprechen erleuchtet uns, so dass wir ihn mehr erkennen können. Dies hilft uns, um vorangehen zu können. Beeile dich, mein Geliebter! Spring wie eine Gazelle oder wie ein junger Hirsch auf den Gewürzbergen! Nun wollen wir zusammen mit Sulamit den Herrn Jesus bitten, O Herr Jesus, komm zurück in der Auferstehungskraft! Gazelle, junger Hirsch, richte dein neues Reich auf, das aus unseren reichen Erfahrungen, Gewürzbergen, mit dir besteht. Dann wird unser Glaube zum Schauen werden. Das Hohelied endet ähnlich wie die Offenbarung. Und dort steht, Amen, komm, Herr Jesus. Wir freuen uns auf die Hochzeit mit Christus während dem 1000-jährigen Reich.